14. Februar, dem Valentinstag, trafen sich am Geschirrplätzl ca. 200 Frauen. Nicht etwa, um von ihren Männern einen schönen Blumenstrauß in Empfang zu nehmen, sondern um tänzerisch ihrem Protest gegen die Gewalt an Frauen Ausdruck zu verleihen. Sicherlich, wenn man sich überlegt, dass jede dritte Frau weltweit in Gewalt ausgesetzt ist in ihrem Leben, dann trifft es auch hier. Wir wissen, dass es sowas gibt und deswegen ist es wichtig. Also es gibt einfach ein Frauentreffen, Zusammensitzung. Eine der Frauen hat gesagt, wir könnten uns doch mal beteiligen, One Billion Rising, auch in Speyer machen. Und sofort waren die drei Frauen, die Cordula Hamburger, Cordula Fresh und ich mit dabei. Und dann haben wir gesagt, es ist wichtig, dass wir von der Gleichstellungsstelle jemanden mitbekommen, haben Ute Brommer gefragt und sie hat auch sofort zugesagt. Und sie vertritt die ASBEFA und Gleichstellungsstellen, hat es einfach gepasst. VHS, Anke Mertens hat mitgemacht und so hat sich das ergeben, dass wir in einer relativ kleinen Frauengruppe mit relativ wenig Aufwand und Finanzen so eine tolle Aktion wie heute auf die Beine stellen konnten. Glücklicherweise kann ich da jetzt keine Erfahrungen vorweisen als Lehrerin, dass ich da irgendwas mitbekommen hätte, dass Schülerinnen, junge Mädchen misshandelt wurden. Aber ich kann mir das gut vorstellen, dass es hier bei uns eben auch ein ganz massives Problem ist. Und deswegen finde ich diese Aktion ganz wunderbar, weil ich denke, es ermutigt eben auch junge Mädchen, da auch sich an jemanden zu wenden und stärkt vielleicht auch und macht eben auch eine breitere Öffentlichkeit dafür sensibel. Und das verbunden mit Spaß und Tanz finde ich eine ganz tolle Sache. Weltweit ist es eine Kampagne, um auch ein Zeichen zu setzen, die Frauen zu ermutigen. Von daher passt Valentinstag und One Billion Rising sehr gut zusammen. Sofort haben Sie uns mit Ideen, Ihrer Tanzchoreografie und Werbung und Inhalten. Cordula Rösch gab Informationen zum Hintergrund der weltweiten Kampagne und dankte dem Tanztreff Thiele für die Einstudierung der Tanzschritte. Ja, also Mobbing gibt's schon, das ist schon ein Problem jetzt, aber jetzt auch nicht unbedingt nur, ich meine, also nicht unbedingt durch Jungs oder so, sondern halt auch zum Teil auch untereinander. Ja, also das ist vielleicht nicht einfach nur ein Mädchen- oder frauenspezifisches Problem, sondern das ist das Miteinander von Jungs und Mädchen, was manchmal schon auch ein bisschen übergriffig ist, auch gerade in Bezug auf neue Medien, dass man da sehr unsensibel miteinander umgeht, im Netz zum Beispiel. Mit dabei auch die 20 Frauen der Gitarristas, die mit klammen Fingern Song und Tanz unterstützten. Leiterin Jutta Keller zum Abschluss. Wir haben alle weggetanzt und weggesungen. Die Sonne war da, es war alles wunderbar. Also Gewalt an Frauen gibt es sehr häufig. Also ich bin ja im Sozialdienst in der Justiz als Bewährungshelferin, habe von daher auch mit Männern zu arbeiten, zu tun, die Gewalt an Frauen ausgeübt haben. Es ist ein Thema. Es ist auch wichtig, dass wir es in die Öffentlichkeit bringen, weil es gibt viele Frauen, die von Gewalt betroffen sind und auch von Demütigungen und die sich bisher nicht getraut haben, es öffentlich zu machen. Deshalb auch One Billion Rising ein Zeichen zu setzen, Mut und Kraft und Energie zu haben, um miteinander leben zu können, ohne Gewalterfahrung machen zu müssen.